Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie versprochen, jetzt meine kleine Sisu-Story. Das ist Teil 1. Teil 2 mit den tollen Yetis folgt sofort. Ich wollte sie euch vorstellen. Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft. Sisu ist da. Das ist unsere absolute Lieblings-Barfußschuhmarke. Also meine, ich spreche jetzt mal nur von mir, nicht hier in der dritten Person. ich zeige euch mal diese kleinen zuckersüßen Mokassins hier. Das ist der Tiger. Er wird als Hausschuh beworben, aber ihr könnt ihn natürlich auch bei trockenem, schönen Wetter als Outdoor-Schuh nutzen. Es ist eine robuste Vibram-Superflex-Sohle, 4 mm stark, natürlich ohne Absatz, ohne alles. Ihr habt hier eine breite Zehenbox, die Sohle ist vorn und hinten schön hochgezogen und ihr habt hier wirklich einen halbhohen, wunderbaren Schuh für kleine Kinder. Das heißt, wir haben ihn auch in der Größe, ich glaube, 20 bis 27, 28. Also wirklich auch für die ersten Jahre ein richtig, richtig toller, leichter Barfußschuh. Das ist super. Ganz speziell ist natürlich diese zuckersüße kleine Mokassins-Optik und ihr könnt den Ganzen auch nochmal fixieren mittels dieser kleinen Kordelstopper hier, sodass ihr den auch nochmal schön am Knöchel fixieren könnt. Und als zusätzliches Gimmick gibt es eine herausnehmbare Woll-Leder-Innensohle. Die könnt ihr also zum Beispiel nochmal reinlegen, wenn es jetzt morgens ein bisschen kühler wird. Also das ist mein absoluter Top-Tipp für euch, für die kleinen Mäuse, dieser schöne Hausschuh oder leichte Outdoor-Schuh. Wenn ihr sagt, ihr möchtet es etwas wärmer haben, dann ist vielleicht das Modell Leo etwas für euch. Das haben wir hier in 4 zuckersüßen Designs. Gleiche tollen Eigenschaften wie der eben gezeigte, also eine absolut mega weiche, flexible Sohle, breite Zehenbox, also ist wirklich auch für den Fuß mit einem höheren Spann gut geeignet. Und ihr habt hier ein Klett, um das Ganze wirklich gut auch an dem Knöchel fixieren zu können. Und wir haben ihn uns extra so anfertigen lassen, dass er mit einem schönen Schuhwollvlies ausgelegt ist. Das heißt, ihr könnt ihn wirklich wunderbar jetzt auch für den kühlen Herbst nutzen oder auch an einem milden Wintertag. Warum nicht? Ja? Ihr braucht euch auch keine Sorgen machen. Es ist ein Glattleder. Das heißt, einmal mit ein bisschen Lederfett, zum Beispiel von unserem Ulrichs Lederbalsam drüber. Und ihr habt hier wirklich auch einen Schuh, der auch Feuchtigkeit sehr gut aushält. Er ist nicht dafür geeignet, für ganz kleine Krabbelkinder. Ne? Stellt euch einfach vor, die würden jetzt dauerhaft damit über den Asphalt, robben. Dann würde der irgendwann natürlich vorn kaputt gehen. Ansonsten ist das wirklich ein ganz, ganz toller Schuh, für alle, die sagen, Mensch, es soll was für die Fußgesundheit getan werden. Jetzt zeige ich euch aber auch noch den Yeti. Achtung! Schwuppsdiwupps! Bäumchen wechsel ich. Hier kommt noch der Yeti. Auf den hattet ihr alle gewartet. Das ist unser Winterstiefel von Sisu. Das ist jetzt also ein Modell, das führen wir auch von Größe 20 hoch bis teilweise Größe. Wir sind schon wieder. Ach man, Vicky, ey. Also bis teilweise Größe 35. Den Schnürer und auch den lilanen, den haben wir nur in etwas kleineren Größen da. Was habt ihr hier für Vorteile? Ihr habt wunderbare Naturmaterialien. Das ist immer sehr, sehr gut für Kinder, die zum Beispiel zu Schwitzefüßen neigen. Ne? Da empfehle ich immer gerne Naturmaterialien wie Leder und auch dieses wunderbare Schurwollvlies. Ihr habt einen einfachen Doppelklett, um das wirklich ganz leicht anziehen zu können. Und das ist das Schöne bei Sisu, hier passt ein breiter Fuß mit einem hohen Spann rein. Bei den Modellen Blau und Schwarz, diese führen wir sogar in der Weite W. Das ist wirklich für richtig breite, knubbelige Kinderfüße wunderbar gemacht. Ansonsten habt ihr hier eine 9 mm starke Doppellayer Vibram Superflex Sohle. Ja, da habt ihr also auch eine richtig gute Isolierung zu Frostböden. Das ist also auch wirklich top geeignet für Kinder, die den ganzen Tag draußen sind, für Waldkitas oder natürlich auch für Gegenden, wo man wirklich auch mit richtig Frost und Schnee. Das ist nochmal euer Liebling. Ne, das ist hier, den habt ihr gewählt mit diesem schönen honiggelben Senkel in diesem wunderschönen Classic Brown. Ja, und ihr findet sie jetzt, wie gesagt, alle im Shop. Geht doch mal stöbern. Mein absoluter Favorit und Top-Tipp für euch, wenn ihr auf der Suche nach einem wunderschönen, natürlichen Winterstiefel seid. Das komplette Leder ist natürlich stark wasserabweisend auch. Also es ist wirklich auch dafür gedacht, dass ihr damit bei jedem Wetter draußen trockene Füße behaltet, also eure kleinen Mäuse. Gut, das war's. Adieu!